Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Whispering Willows. Wir sind in diesem Gruselhaus angekommen und diese Tür klemmt. Ich wollte eigentlich, bevor ich das, na, komm, geh runter, genau, bevor ich durch die nächsten Türen gehe, das Notenblatt bei diesem Herrn hier drüben vorbeibringen. Hier ist er ja auch schon. Oh, danke, Lena, danke. Ich wäre ohne den Segen der Musik in meinem Leben so verloren. Nun werde ich das Lied für dich spielen, das ich dir versprochen habe. Ah, wir hören es auch noch so. Sehr cool, dort gehen wir jetzt noch nicht sofort rein, denn hier ist noch eine Tür. Und ich möchte probieren, ob wir wirklich nicht zu diesem Schrank können. Nee, anscheinend nicht. Dann nehmen wir noch schnell diese Tür. Und dann gehen wir sofort... Oh, hier drüben geht es auch weiter. Moment, dann erst nach links. Der Herd. Was für ein verrückter Herd. Warum? Also ich habe es ja damals schon in Layers of Fear gesagt. Also ich bin ja jetzt nicht so mega alt. Ich bin schon in den 20ern, noch nicht in den 30ern. Aber, also, so ein Herd habe ich auch noch erlebt in meiner Kindheit. So verrückt ist das gar nicht. Unten macht man dann Kohle und Kolz und sowas rein. Das erhitzt hier oben die Platte und dann konnte man darin kochen, beziehungsweise in verschiedenen Schränken. Bei uns war das noch so. Was heißt Schränken? Fächern meinte ich eigentlich. In verschiedenen Fächern konnte man dann, falls man Lasagne oder sonst irgendwas machen wollte, auf jeden Fall irgendwas, was man überbacken hat oder so. Das hat man dann einfach in diesen Schub reingestellt, in das Fach, oder man konnte dort Bratäpfel drin machen und so. Also das kenne ich auch noch. Ich finde das gar nicht so krass. Ah, hier ist eine Notiz. Endlich kommen sie. Es wurde mir vor Jahren vorausgesagt, aber die Visionen sind mir noch frisch im Gedächtnis. Wir haben von Stämmen, mit denen wir handeln, gehört. Achso, wir haben von Stämmen, mit denen wir handeln, gehört, dass der weiße Mann auf dem Weg ist. Ihre Expeditionen in den Westen sind gekommen und gegangen. Und sie finden diesen Ort interessant, okay? Die anderen Stämme bringen Nachrichten aus dem Osten. Was wir gehört haben, lässt nichts Gutes ahnen. Aber es stimmt mit dem, was der große Weißkopfseeadler mir gezeigt hat, überein. Wir haben gehört, dass der weiße Mann gewalttätig ist, dass er wahllos für Gewinn und zum Vergnügen tötet, unbeachtet der Gesetze seines Gottes. Wir müssen den weißen Mann nur mehr denn je zeigen, dass wir in Frieden zusammenleben können. Wir sind alle Geschöpfe dieser Erde und diese haben wir gemeinsam. Wir werden sie wie Brüder von uns akzeptieren. Okay, hier ist anscheinend ein Geist oder sowas auch. Mom würde ausrasten, wenn unser schönes Geschirr so aussehen würde. So dreckig, oder was meint sie damit? Willard Hagger, wir haben deinen Dingsbums gesehen, deinen Sarg unten in der Gruft. So viele abgeschlachtet. All diese Ureinwohner und ihr Blut an unseren Händen. Wir sind verdammt. Verdammt, sage ich. Unsere Seelen sind in der Hölle verdammt. Okay. Aber du versteckst hier nichts, wo wir lang gehen können, ne? Auch nichts, was wir... von dem wir Besitz ergreifen können oder sowas. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier ist auch noch eine Tür. Wollen wir die auch noch schnell nehmen, bevor wir hochgehen? Ja, oder? Denn ich denke, das, was wir mit dem Notenblatt gemacht haben, ist quasi das finale Ding, was gemacht werden muss. Hier ist auch nur eine Geschichte. Ich glaube, ich würde darin nur noch dreckiger werden. Ja, jetzt musst du putzen. All mein Beten, all meine Hingabe hat nichts gebracht, um Martha zu retten. Ich denke, sie war gar nicht so todkrank. Ich habe nicht mal die Ressourcen, um ihr einen richtigen Sarg zu bauen. Gott hat uns beide wirklich verlassen. Ich konnte sie nicht einfach dort in der öden Prärie für die Ratten und Mahnen zurücklassen. Nein, ich werde sie auch jetzt noch schützen, sogar im Tod. Wir wollten uns ein Haus in der Wildnis des Westens bauen. Sie wird mit uns kommen und sie wird nicht
beerdigt, bis ich einen geeigneten Platz für sie gefunden habe. Wenn jemand es wagt, meine Entscheidung zu widersprechen, Martha mitzunehmen, egal weswegen, ich werde denjenigen augenblicklich erschießen. Oh, nein, hier zurück. Das ist traurig, der Arzt hatte doch gesagt, dass sie nichts hat. Also, dass sie schon was hatte, aber nicht so todsterbenskrank. Der Keller. Ich spüre eine hohe Konzentration von Tod und Verwesung in der Nähe. Wir kommen wohl näher. Wieder ein Bösi. Du musst graben, Elena, und enthüllen, was darunter verborgen ist. Ich brauche etwas zum Graben. Haben wir denn nichts zum Graben? Kannst du es mit dem Eimer machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo finden wir denn was zum Graben? Höchstwahrscheinlich vorm Haus, oder? Die Stelle, die ich eigentlich mit zuletzt besuchen wollte. Aber na gut, dann gehen wir eben raus. Und sprinten nochmal vor die Villa. Da war doch einmal hier, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob wir vorne rumgehen können, von einem Ende zum anderen quasi, weil... Geräteschuppen, das klingt doch nach Schaufel. Sehr gut. Und haben wir noch irgendwas? Hier, Notiz. Ich habe Geschichten von meinen Großeltern... Achso, jetzt habe ich mich gewundert, was hier links das ist. Das ist die Flamme. Von meinen Großeltern über diesen Ort gehört, als ich klein war. Und wir haben in der Schule im Geschichtsunterricht davon gehört. Aber ich wusste nie, wem ich glauben sollte. Die Geschichten von meiner Familie erzählten von einer dunklen Vergangenheit, über brutalen Völkermord und menschenverachtender Versklavung von unseren Vorfahren, den Quantaco-Ureinwohnern. Die Geschichte, die ich in der Schule gehört habe, war ganz anders. Wortham Willows, der Urahn von diesem Ort, wurde als unabhängiger, vermögender Manager dargestellt, unter dem die Stadt erblühte. Die Sache ist, dass ich Beweise für beide Seiten sehen kann, und die Beweise sind auf diesem Grundstück verteilt. Okay, wir können aber nicht die Sichel oder sowas mitnehmen, wie es scheint. Um die Reben wegzumachen, damit wir ins Dingshaus gehen können. Ins... Ah, ihr wisst schon. In das Gewächshaus. Ich frage mich, wie dieser Ort zu der Blütezeit ausgesehen hat. Schön wahrscheinlich. Hier ist noch eine Notiz. Ich bin letzte Woche in Kalifornien angekommen und konnte glücklicherweise bereits Arbeit für mich finden. Ich bin eine Tänzerin im hiesigen Saloon. Es ist nicht das glamouröse Leben, das ich mir vorgestellt habe, aber es ist etwas und das ist alles, was ich fürs Erste brauche. Der Saloon beherbergt in seinen Wänden auch ein Bordell, aber ich könnte nie Zuflucht in solch einem Gewerbe suchen. Der Großteil der Stadt gehörte einem Mann namens Wortham Willows. Ich habe diesen Mann noch nicht gesehen, aber sein Name ist jedem hier geläufig. Ihm gehört sogar der Saloon, wo ich arbeite. Es gibt Gerüchte über ihn, ein paar gute, ein paar schlechte. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Okay, hier ist eine Tür. Hier kommt anscheinend gleich eine Geistergestalt. Und das ist die andere. Die andere Seite des Gartens. Madame Locke? Du meine Güte, es ist in letzter Zeit ziemlich kühl. Bitte nehmt meinen Mantel. Eine Dame wie ihr solltet nicht frieren. Mitchell Kirsch. Oder Hirsch. Aber nein, was für ein Gentleman. Ich danke euch, gütig Sir. Oh, ich versichere euch, Miss, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Der Typ links sieht aus, als hätte er Haufen Glasscherben in sich drin stecken und sie ist ein bisschen verdreht. Okay, hier ist ein Brunnen. Aber sonst auch nichts weiter. Wir gehen mal schnell in den Brunnen noch schauen. Dann rütteln wir an der Haustür. Ah, so. Okay.
um in den Brunnen zu klettern. Flying Hawk denkt, dass sein Körper irgendwo im Gästehaus ist. Ich sollte besser dort nachsehen. Also müssen wir das wahrscheinlich dann danach machen. Okay. Dann würde ich gerne probieren, ob wir an dieser Tür hier rütteln können. Nein, ich muss zuerst Flying Hawk helfen, seinen Körper zu finden. Na gut. Dann verbarrikadiert, das haben wir ja schon gesehen. Dann müssen wir erstmal wieder hier vorn zurück und hier drüben ins Gästehaus. Und dort in den Keller, um den Körper auszugraben. Wahrscheinlich flüchten wir dann irgendwo hin oder so. So, ab mit uns in den Keller. Ja, genau, das hatten wir erst schon. Oh nein, das ist nicht richtig. Wir haben diesen gequälten Seelen der Toten ausgegraben. Elena, geh. Verschwinde von hier. Irr. Ich kann übrigens nicht schneller als das, was ich gerade tue. Ich bin verwirrt, Elena. Ich war sicher, wir würden meinen Körper hier finden. Ich erinnere mich daran, gefallen zu sein, in Dunkelheit gefallen zu sein. Eine Grube der Verzweiflung. Bitte, Elena. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dann wird diese tolle Grube wahrscheinlich der Brunnen sein, weil dort ist ja quasi eine Grube, in die er gefallen sein kann. Dann schlendern wir als nächstes mal dorthin. Wir haben noch einen Tagebucheintrag. Es gibt hier so viel, was ich nicht verstehe. Warum verspüre ich hier so ein Gefühl der Finsternis? Und warum sollte jemand meinen Dad entführen wollen? Flying Hawk weiß auch nicht genug, um mir harte Fakten geben zu können. Ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Ich möchte einfach nur weinen. Ich fühle mich so ausgelaugt nach allem, was ich gesehen habe. Aber es spielt keine Rolle. Ich muss weitersuchen, egal was kommt. So, während wir hier hinterwatscheln, wollte ich nämlich noch was sagen. Nämlich vielen, vielen Dank für 1000 Abos. Die sind hochgekommen, während ich das alte Let's Play aufgenommen habe, weswegen ich bei Lily Looking Through, was vor diesem Let's Play ja läuft, quasi kein Wort darüber verloren habe, weil es da zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit war. Und ich habe in den Kommentaren die Anfrage gesehen, wird es ein Abo-Special geben? Tatsächlich habe ich dieses Abo-Special schon mal angefangen, noch bevor die 1000 Abos waren, aber ich habe einfach gedacht, ich habe noch viel, viel mehr Zeit, um es vorzubereiten. Weswegen es leider noch nicht fertig ist. Also ich sitze auf jeden Fall an einem Mini-Projekt dran, was wir als Abo-Special dann raushauen werden. Also kein Let's Play in dem Sinne. Also was heißt nicht in dem Sinne, es ist kein Let's Play, es ist ein Special. Und es wird auch noch kommen. Ich brauche allerdings, wie schon gesagt, noch ein bisschen Zeit. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für die vielen Abos, für die Kommentare, für die Likes, für die Liebe, die ihr einfach dort da lasst. Und ich bin echt fröhlich gewesen, als ich das gesehen habe. Und auch vielen Dank für die vielen Glückwünsche. Okay, wir sitzen jetzt hier in einem tollen Brunnen, in dem wir uns runterlassen können. Oder würde ich schon mega Platzangst bekommen? Oh ja, wir kommen näher. Ich spüre meinen Körper in der Nähe. Das hast du erst auch gesagt. Ich sehe schon kommen, dass er am Ende der Böse ist. Das ist weit genug. Mein Körper liegt hier unter der Erde. Direkt am Rand dieses Brunnens. Flying Hawk. Danke für deine Hilfe, Elena. Ich wäre ohne dich endlos durch die Welt gestreift. Ich kann jetzt meine Reise ins Jenseits beenden. Ich wünsche dir Glück dabei, deinen Vater zu finden. Ich versichere dir, dass er lebt. Aber du musst dich beeilen. Ich werde über dich wachen. Lebe wohl, Elena. Okay, du kannst nun endlich im Frieden ruhen, Flying Hawk. Dank dir weiß ich, dass mein Dad irgendwo im Anwesen ist. Danke für alles. Free Bird. Wir können theoretisch noch ein Stück tiefer. Können wir hier in das Loch rein? Nee, können wir nicht. Wir müssen uns also wieder nach oben ziehen. Ist es Pflicht, dass wir... Also Sinn des Spiels? Ich habe mich mal wieder null informiert darüber. Ich habe nur den Trailer gesehen und fand den toll.
beziehungsweise das Spielkonzept. Ist es Pflicht, dass wir alle Körper oder alle Geister ihren Körpern wieder zuführen? Oder war das jetzt nur für den Tutorial-Geist quasi? Flying Hawk ist jetzt fort. Er ruht irgendwo in Frieden. Ich freue mich für ihn, wirklich. Er ist viel zu lange auf dieser Welt gewandelt. Ich wünschte nur, er hätte mich nicht ganz allein lassen müssen. Ich fühle mich ohne ihn ein wenig verloren, aber er hat mir ja schließlich etwas gegeben. Ich glaube nicht, dass ich ohne seine Hilfe so weit gekommen wäre. Und dank ihm weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt einen Weg in die Villa finden. Sie ist so groß und sieht von außen gruselig aus. Ich will das eigentlich nicht tun. Aber wenn das bedeutet, dass ich meinen Dad finde, werde ich alles tun, was ich tun muss. Okay, junge Dame. Wir kommen ja immer noch nicht hier hinten rein, richtig? Kapitel 2, Wortham's Warrior. Doch, wir kommen da rein. Okay, wir sind in der Villa. Der Typ dort oben in dem Bild, der Sohn, der rechts ist quasi, der sieht verdächtig aus wie einer der Entwickler. Was ich weiß, weil ich mir schon mal die Credits angeschaut habe. Aber liebe Leute, bevor wir diese Villa weiter angucken und schauen, was sich hier alles noch so verbirgt, würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Whispering Willows. Bis dann. Tschüss.